Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danny Rölpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Geile Kameraführung, ne? In der letzten Folge haben wir Halloween Town betreten. Und wir haben versucht, also Jack hat versucht, das ist der knochige Typ hier, ein Herz zu erstellen, damit die Herzlosen für ihn tanzen. Ja, das kann ja nichts schief gehen. Jedenfalls, wir waren gerade dabei, das Herz wieder vernünftig zu bauen. Da kamen da so drei Mistbelger und haben das Herz geklaut. Ja, und jetzt verfolgen wir die. Gut, ne? Doch, Mann. Warum hab ich jetzt Probleme mit denen? Au. Oh Mann, warum fällt der denn also schnell? Vor allem, ich habe irgendwie nicht das Spiel beendet oder geladen oder so. Also verstehe ich jetzt irgendwie nicht, warum die Gegner sofort wieder auftauchen. So. Ja, leck mich doch, ich gehe weiter. Ihr seid mir doch alle egal. Lass euch einfach da liegen. Ja, die laufende Wanne. Den konnte ich irgendwie noch nie leiden. Ah, die Wanne fand ich irgendwie schwachsinnig schon immer. Füße, die machen mich irgendwie irre. Mache mich ein bisschen aggro, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist auch, wenn euch irgendwelche Animationen oder einfach nur etwas so aggro macht und ihr wisst nicht warum. Egal. Bin wahrscheinlich nur ich. So. Und nochmal. Nochmal. Oh mein Gott. Ist da was? Erstmal hier mit. Auch noch nicht eingesetzt. Shady. Ja, auch mal irgendwann zeigen, ne? So, wenn wir jetzt andere Leute anvisieren. Da macht der Dreieck den ja. Noch mehr. Heilige Kacke, wie viel. Wie viele Tech-Punkte ich kriege. Weil alle fliegende Gegner sind wahrscheinlich. Okay, hat gut Punkte gegeben. Manchmal dran denken, auch vielleicht öfter einsetzen. Ja, ich muss übrigens die Gegner erledigen, weil sonst kann ich den Hügel nicht aktivieren. Deswegen ist mich in Ruhe. Aha. Rutsch. Das ist immer so geil, wenn Jack jemanden haut. Immer dieses Rutsch. So ein Bud Spencer Film. Ja, Bud Spencer und Jack Skellington. Stellt euch das jetzt mal vor. Jetzt. Ah, okay, ich habe sehr heftige Kameraprobleme, habe ich so das Gefühl. Oh Mann. Da schon wieder. Ist gerade erst gespawnt. Dann. Mitten in die Fresse. Ja, wir müssen die Szene auch noch nachempfinden. Goofy hat keinen Bock. Das hätte ich jetzt von Donald erwartet, aber nicht von dir, Goofy. Bambi muss ich auch mal irgendwann zeigen, aber die Zeit wird kommen, keine Sorge. Die Zeit wird auf jeden Fall kommen, merke ich gerade. Ja, hör auf damit. Friss das. Ich hab Bock darin, rüber zu laufen. Schon wieder.
Bams. So, hi. Tech-Punkte bringt's auf jeden Fall, dankeschön. Mein Gott. Ich darf, glaube ich, nicht da reinfallen. Ja, Fall beim Platz, da komme ich wieder zum Anfang. Hier ist noch einer. Alter! Ich könnte es wagen. Schau wieder. Feiert das so ab gerade. So, Flair-Gummi, yay! Ach, hier sind auch noch welche. Bams. Bin ich schon mal Game Over gegangen in dem Spiel? Ich versuche gerade nachzudenken. Ich glaube, ja. In der Wunderhöhle, genau. An der Wunderhöhle, meine ich. Ich muss mal kurz. Ich glaube, da komme ich noch nicht an die Truhe. Du meinst, ich laufe darüber? Ich höre schon wieder Klopp Action. So, Frage, kann ich darüber? Ich glaube nicht. Ja, da prall ich ab, genau. Doch, da müsste irgendwie klappen. Ich glaube, da ist sogar was halbwegs Gutes drin. Ich weiß noch nicht mehr was. Ja, ich knall dagegen, das ist das Problem. Nein, warte mal. Da habe ich gesehen. Nein, lass mich da. Oh. Nein. Da komme ich so weit von hoch. Ob mit oder ohne Glitch, ich komme da hoch. Nein, ich knall immer dagegen die Decke. Also Decke, ihr wisst schon. Bitte sagt mir, ihr wisst, was ich meine. Damit ich nicht so verrückt drüber komme. So. Ja, damit. Schutzengel, ich wusste es doch. Irgendwas halbwegs Gutes ist dabei. So, her damit. Das kann nur ich gebrauchen. Also immer die Dinger verwenden. Auf dich selber. Warte mal, ist ja nicht ein Trio-Tech noch? Ich meine Ruhe. Oh, nee, ne? Ich sehe keinen. Ich weiß, dass hier ein roter Trio-Tech ist, den man verpassen kann sogar. Den man nie wieder bekommen kann. Aber ich glaube, das haben sie hier im Final Mix verbessert. Ja, weiß ich nicht. Zum Verraten, warum das so ist, müsste ich hier ein bisschen spoilern eigentlich. Ah, machen wir das. Stimmt, ich weiß, wo der ist. Und zwar hier! Unten! Hey, kann ich da oben landen? Nee, ich glaube, da komme ich dem Ding nicht hin, ne? Das ruft doch schon wieder so nach Genie. Ach man. Los, gib mir Tech-Punkte. So, gib mir wieder genauso viel Tech-Punkte wie vorher. Was ist das? Das und das und das und das und das. Ja, das ist aber schon. Ich habe ja nicht Dings dabei, verdammt. Verdammt, ich habe nicht. Boah. Ach, freue ich mich schon, wenn ich genug MP habe.
für alles. Ich habe nicht Donald dabei, das ist halt kack. Hier ist, glaube ich, nichts mehr, ne? Also die Wanne, ich finde die so bescheuert. Wie das aussieht. Das sah irgendwie nicht so natürlich aus, wie wir da gelaufen sind, aber okay. Er springt einfach runter. Wir haben die Schnauze voll. Na, komm mal näher. Ja. Meine Güte. Jack macht den voll fertig. Also seelisch irgendwie mehr. So, schnell die Kiste aufmachen. Ether erhalten. Schnell die Tür aufmachen. Ja. Auf das Ding da anzuvisieren, Mann. So, du komm her. Ma! So. So, wenn ich mich recht erinnere, war hier früher der rote Trio-Tisch. So, kleiner Spoiler, jetzt ein paar Sekunden nicht zuhören, bla 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 bla. Das Haus steht hier später nicht mehr und wenn man den Trio-Tisch nicht hier geholt hat, dann hat man den auf ewig verpasst. So war es, glaube ich, in Kingdom Hearts. Also, ja. Ich glaube, das ist auch wirklich der einzige Trio-Tisch, den man verpassen konnte. Deswegen haben sie den jetzt da unten verfrachtet, wo man eher Zeit hin kann. Deswegen hole ich jetzt auch nicht extra Donald und hol mir den. Ich tue jetzt einfach hier weitermachen erstmal. Oh, wir sind schon da. Obwohl ich glaube, ach, fest verschlossen. Wie? Boah, jetzt sieht aus wie ein Schädel, merke ich gerade. Warum ist ja alles so gruselig? Ist, glaube ich, nichts mehr. Oh. Warum dagegen? Was macht er da? Warum greift er das Ding an? Ihr frisst das. Gegen fliegende Gegner bringt das was. Ja, Schwerkraft plus Fliegen, das ist natürlich nicht meine Güte. Bah! Wurf. War mich, ob der ganz unten gelandet wäre. Wenn ich dazu außerhalb den Dingen hier benutzt. So, auf überall gegenzuschlagen. Ja, von dem so. Dann geht irgendwas kaputt. So, ich glaube, da kommen wir gar nicht mehr hoch, so. Jetzt muss ich das Ding wieder anzünden. Und kriege es immer beim ersten Mal nicht. Hey, hey, hey. So kann man auch klettern. Oh ja, wirft mal das auf mich. Gut gemeint, hat aber nicht getroffen. Tut nur ein verbrauchen. Er ist ja da ganz unten gelandet. Weit da unten. Ich möchte die Tür da benutzen. Ist da eigentlich auch hin? Ich glaube nicht, ne? YOLO! Doch, kann ich. Was jetzt? Aber warte, ich kann auch. Gut. Ich glaube, doch. So, ich weiß nicht, ob ich die aktivieren kann, weil jetzt der Gegner... Boah, wo ist er denn? Ach. Au.
Maximum AP, nicht schlecht. Ja, der ist jetzt weg. Gut. Alles klar, was haben wir denn hier noch? Ratzefatze! Betäubungsschlag, Tonturm, ich brauche eigentlich nichts davon. Busch haben wir. Besser als gar nichts eigentlich. Mit alles an mich herankommt jetzt. So, der taucht jetzt wahrscheinlich nochmal auf, ne? Kann ich nicht benutzen. Och man, echt. Pisser. Pisser. Jetzt auf, dich da am Zaum zu backen. Jetzt kommen auch hier hin. Danke. So. So, hier kann man gar nicht hin. Ich dachte, boah. Gott, verdammt. Was ist da nochmal? Ist gar nichts. Warum bauen die ja Sachen hin, wo nichts ist? Gruselig. Ja, da ist eine Truhe. What? Soll ich denn da hinkommen nochmal? Warte mal, ich muss irgendwas. Ja, also, wer war platziert? Ja, ihr springt natürlich darunter, ihr Idioten. Was für ein LP, Tisch. Doch, du hier bist. Das hätte ich noch was vorbereitet. So was. Ein paar Getränke. Ja, ist da auch was drin? Ja, da komme ich aber nicht hin. Was? Dachte, ich würde da runterfallen. Oh! Schreck mich nicht so. Dark! Hi, na? Jetzt bestimmt auf Arsch geführt jetzt. Was soll das? Au. Ja, wie komme ich da hin? Stimmt, ich muss ja erst hier hin. Was war hier? Ihr könnt mich mal. Ich gehe jetzt einfach weiter. Hi, na? Und wir kämpfen komischerweise jetzt. Wieder einer voll abgeht. Auf hier aufzuspringen. Jetzt rufe ich meinen mächtigen blauen Genie. Frisst das. Ich sag, frisst das. Oh, hi. Danke. Ja, gib mir die Faust der Gerechtigkeit, Jack. Jack ist einfach der Beste. Wir haben nur Befehle ausgeführt. Woogie Woogie hat uns befohlen, das Herz zu stehlen. Dann ist allein Schrecken schuld. Es war seine Idee, Woogie Woogie von den Herzen zu erzählen. Ja, genau. Aber ihr habt doch gesagt, du sollst dich schämen. Ah, ich kann die Bell gar nicht leiden. Warum kann ich so vieles hier nicht leiden? Ah. Boogie Booker hat es befohlen. Wir hatten keine Wahl. Und Schrecken ist daran schuld. Jetzt glaube ich nichts mehr, ne? So, weißt du was hier? Wir holen uns doch mal ganz kurz Donald. Für den Trio Tech. Dann kommen wir hier zurück. In den 10 Minuten schaffen wir ja noch, die ganzen Schätze zu holen und unten in Trio Tech. Ich sag, und ein paar Kämpfe. Bald kommen ein paar Bosskämpfe und ich möchte jetzt hier nicht so reinmatschen. In diesem. Boah, die ist da vorgestellt. In diesem Part. Machen wir alles hier noch schnell. Gut gemacht, Donald. So, jetzt ist das Ding da unten.
Ja, wir müssen auch ganz nach unten. So, weil die Schätze verschwinden auch irgendwann mal. Mega Ether, zum Glück ist da nichts Gutes drin. Was von großer Bedeutung ist. So, und da ist der andere Teil. Fliegt da runter. Sehr gut gemacht, Donald. Oh, danke. So. 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 Hm, okay. Ui, Halcon. Oh, das hätte ich bereut. Mehr ist ja aber nicht, ne? Wieso weiß ich nicht? Was ich immer komisch und wenn man hier so Select drückt, dann kann man nie Goofys Pupillen sehen. Man sieht nie Goofys Pupillen. Auch in seiner normalen Form. So. Aus der Tor. Ja, warte mal, ich habe eine Idee. So viel zu meiner Idee. Ich wollte eigentlich zur Schatztruhe direkt springen. Aber durfte ich natürlich wieder nicht machen. Ah. Das Ding. Egal. Wupp. Ah, meine Beine. Hä? Bams. War stylisch. Verdiene ich ein paar stylisch Punkte. Dafür auch. So. Trio Tech. Amadona. Ich habe irgendwo Gegner gehört. Ihr. Was ist das? Ich will die Truhe öffnen. Öffne die Truhe. So, dann. Achso, die Wanne war das. Gucken wir mal hier ab und zu mal ausnahmsweise mal rein. Ja, habe ich noch alles nicht. Ach, guckt. Hier ploppt die ganze Zeit nicht neu auf. Deswegen ist das nicht so, ja, nervig. Oh, Ansehbrich. Den können wir irgendwann mal lesen, wenn wir sie alle haben. Bambi. Und alles noch hier. Da wollte ich jetzt noch mal gucken. Naja, Triotech. Triopolter haben wir 5 und 6. 6, was? Boah, wo ist da noch einer in den zukünftigen Welten? Ich weiß das nicht. Ja, wir haben den ja schon mal. Also können wir hier nichts mehr verpassen. Eigentlich kann man gar nichts verpassen hier im Spiel. War noch früher im Kingdom Hearts, aber in Final Max haben wir, glaube ich, geändert. Ja, war für eine kurze Episode ausnahmsweise. Jetzt gehen wir nämlich zum Speicherpunkt zurück und holen Jack. Beenden den Part und dann haben wir erst 23 Minuten, das ist gruselig. Warum ist der Part so kurz? Ja, hier war der rote Triotech früher. Und ja. Okay, die Türen haben sich auch nicht aktiviert. Was ist mit der Tür? Auch nicht. So. Du brauchst mir nicht folgen, Donald. Aber es liegt grind. So. Können noch ein paar Gegner oder so aufhören, dann kann ich noch ein bisschen Zeit sinnvoll nutzen, aber ich glaube, hier taucht nichts mehr auf. Dann haben wir noch ein 25 Minuten Part. Das ist ja mal wieder was ganz Neues. Die bewegen sich. Ich mal 25, 24 Minuten. Dann holen wir uns Chuck. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt rausgehe, kommen wieder alle Gegner, ne? Mein übliches Karma. Okay. Dann ein etwas kürzerer Part. Warum auch nicht. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Final Max.
Ich bedanke mich alle, die fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.